wisst ihr, wie man sich im Internet verhält? Wenn nicht, dann erkläre ich es euch gerne. Sexting, Cybermobbing und Hass im Netz ist nicht erlaubt. Man kann sogar bestraft werden. Aber was ist Hass im Netz, Sexting und Cybermobbing eigentlich? Cybermobbing ist Mobbing im Internet. Zum Beispiel, man sieht einen Kopf von jemandem in einen anderen Körper. Sexting ist, wenn man Nacktfotos vertauscht oder verschickt. Hass im Netz sind Worte, Videos, Bilder, um jemanden anzugreifen oder abzuwehren. Ihr dürft auf keinen Fall Fremde abonnieren, weil diese Person kann sich für jemand anderes ausgeben. Das heißt, er fragt dich, wo du wohnst, wann du Geburtstag hast. Antworte keiner dieser Fragen, weil das kann böse enden. Wo meldet man sich, wenn man Hilfe braucht? Ganz einfach. Man meldet sich auf 147 Rad auf Draht, Ombudsstelle oder auf Stopplinie. Diese helfen dir, wenn du sexuelle Bilder oder so bekommst. Das Verhalten im Internet ist sehr wichtig. Also bitte, haltet euch daran. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Danke, dass ihr so gut zugehört habt. Und ich hoffe, der Vortrag hat euch etwas geholfen. Zum Beispiel, ihr wisst jetzt, wo man sich melden kann. Dass ihr Fremde einfach so abonnieren dürft. Und ja. Also miteinander.